Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir danken dir, allmächtiger Gott, dass wir weiterfahren dürfen in dem Kurs, dass wir das wahre Angesicht des Pater Pio betrachten dürfen, so wie er gelebt hat, dass wir ziemlich nah hinkommen zu ihm, weil vieles ist in ihm auch noch ein Geheimnis. Er ist sehr sparsam umgegangen, denn man soll das Geheimnis des Königs nicht verraten. Er hielt auch viele Geheimnisse einfach in sich. So wie Christus auch. Noch vieles könnte ich euch sagen, er könnte es nicht ertragen. Man muss sehr sparsam umgehen und ein wahres Charisma erkennt man daran, dass man nicht alles herausplaudert, wie toll, dass Gott einen begnadet hat, sondern dass man es verbirgt. Das ist das Kriterium. Nicht, dass man da loslegt und wenn man jetzt vielleicht eine Gabe feststellt, dass dann wir alles rausplaudern und dass jeder Mensch dich bewundert. Ja, dann suchst du deine eigene Ehre, aber nicht die Ehre Gottes. Versteht ihr? Und das dient nicht der Demut, also dem Mut zum Dienen. Weil ein Charisma will dienen, nicht bewundert werden. Deswegen ist er so sparsam, der Pater Pio, und wehrt immer ab, wenn er in den Mittelpunkt kommt oder wenn er ins Spiel kommt, er wehrt ab, weil er weiß sich als unwürdiges Werkzeug, wie es heißt, er sei nur unnütze Knecht und habt eure Schuldigkeit getan. Also Charismen, die sich nach außen richtig manifestieren und so dick auftragen und sich zelebrieren und dass alle fast einen Kniefall machen, das sind falsche Gaben. Das sehen wir beim Pater Pio nicht. So kannst du auch die Unterscheidung der Geister treffen. Weil das Geheimnis des Königs will nicht ans Licht kommen, also sozusagen, dass es jetzt schnell sichtbar ist. Es ist ein Geheimnis zwischen dem Menschen und Gott selbst. Aber Gott schickt ihn trotzdem mit dem hinein in die Menschen und da geht es natürlich los. Wenn er durchbohrt ist, dann strömen die Massen, versteht ihr? Wieder so etwas ganz Wichtiges, dass eine Kirche ohne Charismen, ohne Gnadengaben wird eine verknöcherte Kirche, eine ausgetrocknete Kirche. Aber mit den Gaben müssen wir sparsam umgehen, weil wir sofort, wenn Gott einen Menschen begnadet, sofort der Neid auf dem Tablett steht. Sofort. Und dagegen muss er sparsam umgehen. Ihr könnt euch mal vorstellen, so begnadet, was da die Mitbrüder in dem kleinen Klösterchen, wo er durchbohrt wurde und so gezeichnet wurde wie der heilige Franziskus, was da losging. Ihr seid ja, warum ich nicht und er, gell, so. Und ihr kennt ja das, dann geht's los, dann geht's los. Und da musst du bescheiden sein. Da musst du verbergen, dass es um dich nicht angeht. Da redest du nicht über dich. Ihr müsst es vorstellen, dem kleinen Klösterchen, dass das dann Bestand hat und dass das durchgeht. Was könnt ihr euch vorstellen? Jetzt gehen wir ein bisschen in die Gnadengaben hinein des Pater Pio. Was hat er geschenkt bekommen vom König? Was auffallend war in seinem ganzen Wirken als Priester und auch als der durchbohrt wurde. Und das muss immer in Einklang gesehen werden, versteht ihr? Gnadengaben, die er so viel gehabt hat, und er hat wirklich enorm viel gehabt, müssen abgepuffert werden durch was? Was denkt ihr? Durch Leiden. Damit du dich nicht überhebst. Deswegen, wenn jemand Gaben haben will, viele wollen Gaben, sagen, hey, und ich will, und lieber Gott, ich bin doch einfach so gut, und es wäre jetzt gar nicht so schlecht, wenn du was rüberwachsen lässt, oder? So, ich will mithelfen, und dann, wenn du als hörst, ich habe auch die Gnadengabe der Heilung, und was weiß ich, und dann hat irgendein Priester das gesagt, und ich sage, du musst dir erst einmal bewusst sein, wenn du in so einen Dienst trittst, musst du bereit sein zu leiden.
Das soll uns aber nicht abschrecken, versteht ihr? Genau das hat Pater Pio nicht abgeschreckt, weil seine Liebe so groß war, aber das ist ein Abpuffern der Gnadengaben. Dass er in der Demut bleibt. Man kann nicht in der Demut bleiben, wenn man Gnadengaben hat, viele bekommt, dass das Kreuz nicht in deinem Leben vorkommt. Bei Paulus heißt es, der ihn ja bittet, den Herrn, Herr, nimm diesen Satansengel, der mich mit Fäusten schlägt, weg. Den ertrage ich nicht mehr. Dreimal habe ich ihn gebeten. Und der Herr sagt nur schlicht und einfach, so könnt ihr es nachlesen, aufgrund deiner großen Erkenntnis, die du von mir empfangen hast, dass er das Evangelium den Heiden verkündet, Apostel zu sein, und damit du dich nicht überhebst, belasse ich dir diesen Satansengel, der dich mit Fäusten schlägt. Warum? Wir würden alle hochmütig werden, wenn ein Mensch so begnadet ist, wenn er nicht das Kreuz sofort dabei hat. Deswegen überlege dir gut, wenn du in den Dienst eintrittst und denkst, mit Gnadengaben zu arbeiten, ob du auch bereit bist, in gleicher Weise dieses Leid zu tragen. Aber strebt nach höheren Gnadengaben, heißt es bei Paulus, versteht ihr? Nicht zurückschrecken, aber du musst dich einüben in der Demut und auch in der Bereitschaft, das Kreuz zu tragen. Weil sonst würdest du hochmütig werden. Und mit Hochmütigen kann er nichts anfangen, der liebe Gott. Den Hochmütigen erkennt er von fern, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Seht ihr? Den Demütigen schenkt er seine Gnade. Pater Pio. Aber der auch bereit war, der dann, wo es innerlich in dieser Drang von ihm, diese Hingabe gewachsen ist, die wieder vom Herrn kommt, für alle zu leiden. Er sagte, ich will für jede Sünde leiden, die auf dieser Erde begangen wurde. Jetzt stelle ich mir das mal vor. Also da schreck ich zurück. Aber deswegen wird er auch so begnadet. Aber das geht miteinander einher, versteht ihr? Wir können nicht so, dass es ein Raketenheiliger ist, ein Kometenheiliger, der jetzt da hochgeschossen wird im Feuerwerk vom lieben Gott. Das müssen wir einbetten in die ganze Mystik der katholischen Kirche. Das geht allen so. Pfarrer von Ars, schaut mal, der wurde gequält vom Teufel und hat so viele Gaben gehabt. Theresia von Avila, ja, war demütig, auf dem Totenbett hat sie noch gesagt, ich bin nur Sünder. Dass sie demütig war. Versteht ihr? Da müssen wir ganz fair darüber reden und allen, die zuhören, auch im Fernsehen und so, wirklich so, das geht einher und dann ist es gesund. Ja? Und am besten nicht die Gnadengaben irgendwie zu erbitten. Macht es nicht so. Sondern strebt in erster Linie nach Demut, dann bekommt er sie hinten nachgeworfen, dann werdet ihr nie falsch mit den Gnadengaben umgehen, weil ihr Demut habt. Aber Demut lernst du auch nur im Kreuz, dann sind wir wieder voll bei der Sache. Versteht ihr? Also lass es auf dich zukommen, werde demütig, bitte um die Demut, das ist die Königin der Tugenden. Denn der Herr sagt ja selbst, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Bildet euer Herz nach meinem Herzen. Das ist es, dann wird auch ein Mensch einfach beschenkt. Er bekommt sie nachgeworfen. Also suchet in allem das Reich Gottes und alles bekommt ihr nachgeworfen, heißt es. Merkt ihr, das hat was mit den Gaben zu tun. Da bekommst du sie nachgeworfen. Aber suchet diese Demut. Und sieh dich nicht als etwas Wichtiges an. Wie viel habe ich kennengelernt mit Gaben? Die zelebrieren ihre Gaben, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und dann sage ich nur so, wie lange geht's? Wie lange geht's? Versteht ihr? Wir müssen ganz offen darüber reden. Es wird fast in der katholischen Kirche das immer ausgeklammert. Deswegen haben wir auch einen Kurs über die Charismen gemacht, dass wir das mal innerlich verstehen.
Nicht, dass wir Angst haben. Ich sage, Herr, mach mit mir, was du willst. Dein Plan geschehe. Mit mir, was du mir schenken willst, das schenke. Aber schenk mir Demut, dass ich sie tragen kann und nicht falsch mit ihnen umgehe. Sonst geschieht es mir wie jene. Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Kranke geheilt? Haben wir nicht in deinem Namen Tote zum Leben auferweckt? Haben wir nicht in deinem Namen das Evangelium verkündet? Und der Herr sagt, hinweg mit euch, ich kenne euch nicht, ihr Gesetzesübertreter. Verstehst du? Brillieren mit Gaben nach außen, das wollen wir. Aber hinten dran muss das Leben stimmen. Einhergehen, miteinander. Sonst gereicht das, dass du leichtfertig nach Gaben strebst, zum Verderben. Das muss abgekoppelt sein, versteht ihr? Dann können wir es richtig verstehen. Vielleicht ist es wichtig, dass ich es nochmal so kurz so reingehe. Das habe ich das letzte Mal, glaube ich, schon auch angerissen. Aber das ist ganz wichtig, um das zu verstehen. Habt aber keine Angst, dass der Herr euch Gnaden schenkt. Ich wünsche euch alle Gnadengaben der Welt. Jedem Einzelnen von euch. Aber noch viel mehr die Demut. Dann weiß ich, wenn ihr demütig seid, werdet ihr mit den Gaben gut umgehen. Und sucht nicht, so steht es in der Heiligen Schrift, sucht nicht nach Dingen, die euch zu wunderbar und zu hoch sind. Wisst ihr, was ich sage? Maria, das ist jetzt meine Sache, so wie ich jetzt da dran gehe an die Gaben. Maria, du erbittest jene Gaben für mich, die der Herr mir geben will. Ich weiß es nicht, was gut ist für mich. Das ist meine Einstellung. Ich weiß nicht, was gut ist für mich. Ich würde nur alles falsch machen. Und du weißt es, du bist eine gute Mama. Du weißt es. An sie hat er sich immer gewendet. Deswegen, Maria oder Madonna delle Grazie, die Mutter der Gnaden. Und da oben hat er alle Gnaden bekommen, gell? Meine Herren. Merkt ihr, das ist alles schon vorbereitet zur Mutter der Gnaden und die Gnaden wirken durch diesen Heiligen an dem Wallfahrtsort in San Giovanni Rotondo. Da hat er sie hergeholt, Maria. Und so macht ihr das auch. Da kann man gar nichts falsch machen. Ganz einfach. Denn eine Mama weiß genau, was gut ist fürs Kind, oder? Und sie erbittet es genauso. Dann geht es nicht um ein Charismenrummel, ja, sondern um echte Nachfolge, die aber auch das Kreuz mit einhergehen lässt. Sonst ist es ungesund. Ganz, ganz wichtig, dass wir den heiligen Pater Pio im tiefsten verstehen. Jetzt gehen wir mal rein, Unterscheidung der Geister, oder? Das ist etwas ganz Wichtiges, das brauchen wir. Ich weiß auch, in meinem eigenen Leben habe ich dann einen Vortrag gehört, Unterscheidung der Geister nach Scaramelli. Und den habe ich mir 30 Mal angehört. Deshalb, das muss sitzen, wenn ich Priester werde, dass ich einigermaßen den Leuten etwas sagen kann und kein Blödsinn verzapfe, oder? Also, dass ich ein bisschen unterscheiden kann, was ist vom göttlichen Geist und was ist vom widergöttlichen Geist. Das ist gar nicht so einfach, versteht ihr? Das sind Dinge, die musst du unterscheiden können. Und Pater Pio hat eine gewaltige Gabe der Unterscheidung der Geister gehabt, auch aufgrund dessen, dass er hineinschauen durfte in das Herz. Er sah, was los war. Also um wirklich ein mündiger Christ zu sein, müsste man besonders heute die Gabe der Unterscheidung der Geister besitzen. Denn vieles, was man heute in der nachkonziliären Ära in der Kirche beheimaten möchte, ist vielleicht gar nicht nach dem Willen Gottes so wohlgefällig. Jeder müsste dahin gelangen, dass er in seinem Innern die Bewegung der Natur von den Antrieben der Gnade unterscheiden lernt. Was kommt von meinem Fleisch, was kommt von meiner Natur und was kommt von der Gnade, die von Gott ist.
Ihr wisst es, die Werke des Fleisches sind, ihr kennt es, die ganze Litanei, und die Werke des Geistes sind Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, Milde, Güte, Barmherzigkeit, Keuschheit. Und die Werke des Fleisches sind Hepornia, Hurerei, Unzucht, Unlauterkeit, Unreinheit, Zwietracht, Hass, Streit, Parteiung, Götzendienst, Mord, Totschlag und dergleichen. Versteht ihr? Wer kann das unterscheiden, was von wem kommt? Jeder müsste den dreifachen Geist unterscheiden lernen, der den Menschen regieren möchte. Den guten Geist, den heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit einführen und uns in allem auf Gott und seine Liebe einstellen möchte. Den bösen Geist, der Unkraut unter den Weizen sät. Die Saat der Lüge und der Selbsttäuschung. Wir sind Spezialisten in der Selbsttäuschung, das sage ich euch. Und du stehst auch selber für dich auf der Leitung. Du siehst es für dich nicht. Deswegen musst du einen Beichtvater haben, einen Seelenführer haben, dem du alles offenbarst, was in dir ist. Und er bekommt das Licht für dich. Das hat er. Er ist für sich eigentlich auf der Leitung gestanden. Oftmals so tief erschüttert, macht er das Rechte, ist er Gott wohlgefällig. Für sich war er im Dunkeln. Für die anderen war er im Licht. Warum das? Jetzt überlegt er, wenn er noch das Licht für sich gehabt hätte, dann wäre er gerade ein stolzer Palut geworden, oder? Der Pater Pio. Und das ist auch wieder etwas Schönes. Du hast für dich nicht das Licht. Deswegen ein Beichtvater zu dem, wo du gehst. Und es kann sein, der kann ein bisschen weiter weg sein, da gehst du vielleicht dreimal im Jahr hin und sagst ihm genau das, wo es dran hängt, und er bekommt das Licht. Sonst gehst du irgendwo anders beichten. Weil viele sind wirklich jene, die sagen, ja, ich finde aber niemand. Du musst nicht so oft zu dem Seelenführer gehen. Du kannst dann auch anders beichten, aber die Stoßrichtungen musst du klar abklopfen. Und dann ihm eröffnen, und dann gibt er dir wieder etwas auf, wo du die nächsten 3 Monate oder 4 Monate einfach dran arbeitest. Aber du kannst so irgendwo anders schnell beichten gehen. Das geht auch, versteht ihr? Das reicht. Aber du musst dich in die Obhut eines Seelenführers geben, der das Licht dann von Gott bekommt. Da sagen manche Heilige, auch Faustina sagt, dass wenn der Beichtvater etwas zu dir sagt, da kannst du sicherer sein, dass ich es zu dir selbst gesagt habe, wie wenn ich dir erscheine und dir etwas sage. Wenn es ein guter Beichtvater ist, versteht ihr? Da muss man ein bisschen unterscheiden. Ganz, ganz wichtig. Also, dass man das unterscheidet, die Saat der Lüge. Wir haben ein Mainstream, ein Geist der Lüge in dieser Welt. Gleicht euch nicht den Geist der Lüge an in dieser Welt, sondern den Geist Gottes. Wir müssen das durchleuchten, was von Gott kommt. Der Selbsttäuschung unter die natürlichen guten Anregungen der Gnade sehen möchte und den eigenen Geist mit seiner Ich-Bezogenheit und Opferscheu, der sich meist und leicht mit dem bösen Geist verbindet. Bräuchte schon jeder Christ diese Gabe der Unterscheidung der Geister. Dann erst recht der Priester, sehr logisch, Beichtvater und Seelenführer. Sicher kann man sich diese Gabe erbeten, sie auch erlernen in gewisser Weise. Aber es ist so, nur mit dem Herzen sieht man gut. Es muss erleuchtet werden durch die Gnade. Ich glaube, da ist der geringere Teil an dieser Führung vom Menschen selbst, sondern ein direktes Eingreifen im Sakrament.
Sicher kann sich diese Gabe erbeten und sie erlernen. Jeder wird da sein Lehrgeld zahlen müssen, um durch Schaden klug zu werden. Wer zu sehr aufs Äußere der Person schaut und am äußeren Eindruck haften bleibt, dem wird Gott oft seine Hilfe und Unterstützung versagen. Das Charisma der Unterscheidung der Geister, das Gott seinen auserwählten Freunden schenkt, ist unfehlbar. Obwohl eingegossen, merkt ihr, eingegossen, das ist eine Gabe, die eingegossen ist, die hat er nicht aus sich selbst. Eine Anteilnahme an der Schau Gottes. Wie Gott Jesus den Menschen sieht, an dem darf er teilhaben. Und das schenkt er seinen Freunden. Versteht ihr? Also, obwohl eingegossen und Gott geschenkt, ruft es doch keinen Zustand der heiligmachenden Gnade hervor, dass man diese Gabe hat. Jede Betätigung dieser Gnadenzugabe verlangt eine neue Erleuchtung. Selbst durch sehr häufiges Gebrauchen dieses Charismas entsteht kein seelischer Habitus. In vielen Fällen bringt Gott auch den damit Beschenkten die Klarsicht über das Innere eines Menschen. Schenkt er aber Licht in Fülle, dann liegt das Herz des Bruders und der Schwester offen vor dem Geistesauge des Gottesmannes oder der Gottesfrau. Aber viele haben auch die Seelenschau gehabt von den Frauen, von den heiligen Frauen, die in der Kirche heilig gesprochen sind. Diese Herzensschau dürfte eine sehr leidvolle Gabe sein. Pater Pio litt sicherlich unendlich darunter, wenn er hinter diese äußere Maske schauen musste und ständig das Versteckspiel der menschlichen Eigenliebe erlebte. Selbstkünstler, Selbsttäuschung. Ja? Doch war dieses Charisma für ihn eine gewaltige Hilfe zur Erfüllung seiner gottgewollten Sendung und Aufgabe. Große Bekehrungen nahmen oft ihren Anfang bei einem solchen Hineinleuchten in die innersten Herzensangelegenheiten der gottfernen Menschen. Ja? Schon sein Erzieher und Spiritualtätigkeit im kleinen Seminar des Klosters von San Giovanni Rotondo wurde mächtig durch diese Gabe unterstützt. Dazu einige Beispiele. Der Stieglitz. Kennt ihr vielleicht, oder? Der Stieglitz. Gegen Ende der nachmittäglichen Erholungszeit befand sich ein Schüler des Kollegs, es war Pater Viktor von Konza, der es euch selbst erzählt, allein vor dem Refektorium des Paters. Als ein Stieglitz, also ein Vogel, von einem kleinen Maulbeerfeigenbaum davonflatterte. Als er sah, dass der Stieglitz nicht flog, sondern so dahinflatterte, wollte er ihn einfangen. Doch das Vögelchen entkam ihm immer wieder. Mit einer Anstrengung gelang es ihm, die zwischen der Tür und der Küche gelegene Mauer zu überwinden und die Schneegrube zu erreichen. So rief man damals Pater Viktor, aber war immer hinter ihm her, um ihn doch noch zu erwischen. Aber auch diesmal gelang es ihm nicht. Der Stieglitz konnte sich in einem Dornstrauch zwischen der Mauer und der Schneegrube und der Klausur in Sicherheit bringen. Schon wollte der Junge in die Dornen eindringen, als die Glocke zum Gebet läutete. Enttäuscht von seiner Vogeljagd, begab er sich in den Chor, wo Pater Pio den Vorsitz führte. Man betete den Rosenkranz und las die Meditation, aber der Fratino hatte noch seinen Stieglitz im Kopf und brachte nichts zusammen. Die ganze Gebetszeit machte er sich Gedanken und Pläne, wie er den flatternden Stieglitz doch noch fangen und dann pflegen würde. Auch bei Tisch hatte er noch keine anderen Vorstellungen. Ihn beschäftigte nur die Vorfreude, wie er den Vogel fangen und besitzen würde. Gleich nach dem Abendessen ging er deshalb in den Garten, um seinen Plan auszuführen. Aber kaum hatte er einige Schritte gemacht, als ihn Pater Pio zu sich rief: Komm her, wo willst du hin? Dieser Stieglitz hat dir doch den Kopf verdrehen lassen.
Im Chor hast du kein Ave Maria gebetet, nicht einmal eines. Und immer der Gedanke nach dem Abendessen stelle ich mich, als ob ich mit dem Pater Spiritual gehen würde, dann werde ich Halt machen, durch das kleine Tor gehen und den Stieglitz fangen. Ich werde ihn einen Käfig machen und ihn an die Zimmerdecke hängen. Und auch während des Abendessens hast du nur daran gedacht. Als Pater Pio ihm seine Gedanken der Reihe nach genau und vollständig enthüllte, senkte er beschämt seinen Kopf. An den Stieglitz dachte er nicht mehr. Noch ein anderes Beispiel, wie gerade diese Gabe es ihm ermöglichte, die Herzen der Sünder heilsam zu erschüttern und für die Bekehrung aufzuschließen. Friedrich Apresch, der Vater von Monsignore Pio Apresch, erzählte: Eines Tages kam zu mir eine kleine Gruppe der katholischen Aktion. Sie war von einem Priester geführt. Sie hatten aber auch einen Kommunisten dabei. Diesem hatten sie sogar die Reise bezahlt, damit er mit ihnen zu Pater Pio fahre. Sie nahmen ihn also mit in die Sakristei, wo Pater Pio die Männer begrüßte und erwartend gespannt, was mit ihm geschehen würde. Der Kommunist stellte sich mit allen anderen in die Reihe. Da ging Pater Pio vorbei, der Priester und viele andere durften die durchbohrte Hand des Paters küssen. Als Pater Pio aber an dem Kommunisten vorbeikam, zog er die Hand so auffällig zurück, dass dieser verlegen fragte: Warum ich nicht? Darauf Pater Pio: Wenn du mir die Hand küssen willst, dann musst du zuerst die abscheulichen Fotos verbrennen, die du in der Brieftasche hast. Da erschrak der Kommunist zu Tode, denn er hatte wirklich in der Brieftasche solche pornografischen Fotos. Nichts hätte ihn mehr treffen können als diese unverhoffte Enthüllung. Da ging er hinaus und zerriss unter dem Baum vor der Kirche die Fotos. Dann ging er wieder in die Sakristei, wo sich Pater Pio noch mit den Männern unterhielt. Dieser sieht ihn kommen und sagt ihm: Nun kannst du mir schon die Hände küssen, aber wenn du heimkommst, im Nachtkästchen hast du auch noch solche Dinge. Verbrenne sie doch auch. Das war zu viel. Der Weg zum Herzen dieses Kommunisten war gebahnt, die Bekehrung in die Wege geleitet. Innerhalb einer Dreiviertelstunde war aus dem Saulus ein Paulus geworden. Ein solcher wird dann zum Apostel unter seinesgleichen. Das werde ich meinen Kumpanen erzählen, sagte er beim Abschied. Das werde ich meinen Kumpanen erzählen. Als ich noch in Bologna ansässig war, kam einmal ein bekannter Geschäftsmann zu mir. Ich weiß, sagte er, dass Sie Pater Pio kennen. Ich habe einen kranken Sohn. Dieser Junge mit seinen 10 Jahren ist unheilbar krank. Wehe, wenn er mir stirbt. Es ist mein einziger. Da mahnte ich, das Richtige ist, Sie gehen zu Pater Pio. Als er von San Giovanni Rotondo zurückkam, erzählte er mir, ich habe mich in die Reihe gestellt und Pater Pio die Fotografie meines Sohnes entgegengehalten. Pater Pio, mein Sohn ist krank, beten Sie für ihn. Da schaute er mich streng an und sagte, warum zeigst du mir nur den? Ich erwiderte, ja, Pater Pio, es ist der einzige Sohn. Darauf, Pater Pio, warum zeigst du mir nicht den, den du außer der Ehe hast? Er sah also alles. Aber dann geht natürlich eine Bekehrung los. Das ist also die Unterscheidung der Geister. Ein paar Beispiele. Ihr könnt ja ganz viele Geschichten da lesen von ihm, wo er alles gesehen hat, die kleinsten Dinge, wo man vielleicht auch vergessen hat. Jetzt in diesen Exerzitien möge der Pater Pio euch an alles erinnern, was noch an Altlasten da sind, versteht ihr? Nehmt ihn einfach mit, er bringt es dann schon hoch.
Weil das muss weg. Dann geht erst dein geistliches Leben nach oben. Merkt ihr, da ist er ganz, ganz tief in diese Schau Gottes selbst hineingenommen. Im Licht schaut er das Licht des Menschen. Er durchleuchtet das ganze Leben. Und wir sind ja so Künstler der Verdrängung, versteht ihr? Das kann manchmal so viele Jahre weg sein. Und schwere Sünden sind einfach abgelagert, verschüttet und irgendwo weg. Und der Pater spricht einfach da hinein in diese Lüge, in diese Vergangenheit. Und dann geht es auf Zack wie eine Blume. Ja? Eine wunderbare Gabe, Unterscheidung der Geister, die man bei ihm beobachten kann. Diese Herzensschau, wo er hineinschaut in die Herzen und so viele zur wahren Bekehrung führen kann. Ganz schlicht und einfach. Wenn er jetzt hingekommen wäre bei diesem Kommunist, du Sünder, dann wäre er schon gleich weggelaufen. Er sagt, mach mal die pornografischen Bilder da weg aus deiner Brieftasche. Woher weiß der das? Manchmal hat er sogar Leute abgeholt, die wollten ihn prüfen, versteht ihr? Und ad acta führen und irgendwelche propagandistischen Dinge dann in die Zeitung schreiben, was dass der Pater Pio in der Weise voll neben der Mütze ist und ein Lügner ist und ein Täuscher ist und ein Betrüger ist. Und dann hat er einen Postkutscher als zur Bahnlinie kommen lassen, wenn so einer ankommt. Und dann hat der Mann, der die Postkutsche einfach oder die Kutsche einfach geführt hat, ich bin vom Pater Pio beauftragt, sie abzuholen, sie wollen ja eine Untersuchung machen. Dann hat er wieder umgekehrt und ist davon und hat sich natürlich dann später bekehrt. Versteht ihr? So Sachen sind da einfach passiert, wo er alles gesehen hat, ja. Jetzt die Bilokation als nächste Gabe, die wir anschauen dürfen, die der Pater Pio im reichen Maße gehabt hat. Ich kann mich nicht in zwei Stücke teilen. Ich kann nicht hier und dort zur gleichen Zeit sein, seufzt der viel beschäftigte Mensch. Was uns gewöhnlich Sterblichen verwehrt ist, schenkt Gott manchmal seinen Lieblingen. Dann können sie noch mehr wirken. Weil ihr, versteht ihr, wie Maria, sie kann an 8 Milliarden Menschen zur gleichen Zeit, wie sie nur bei einem ist, sein. Gott ist überall gegenwärtig. Und er kann so wirken, wie es der einzige Mensch ist. Und er könnte es bei 8 Milliarden zur gleichen Zeit. Maria ist so in Gott, dass sie an diesem Wirken Gottes teilhaben kann, darf, und das geschieht jetzt auch beim Pater Pio. Das werden wir können, je mehr wir uns der Heiligkeit öffnen. Werden wir auch nachher, wenn sie immer wieder sagen, die Heiligen, im Himmel werden wir mehr noch wirken, weil wir dann überall sein können, wo Gott uns hinschickt. Und je größer der Glaube war und je mehr es die Hingabe in unserem Leben sichtbar war und wir uns hingegeben hat, wie Maria, das ist die Erste, die Große, die überall sein kann, wo sie angerufen wird, so gewährt es auch dann Gott, Pater Pio, dass er nicht nur an dem Ort ist, jetzt einfach physisch hier, sondern an verschiedenen Orten noch Gutes tun kann, zugleich. Wir gehen jetzt mal ein bisschen rein, dass wir das verstehen. Das ist schon eine Vorbereitung für das, was jetzt in dieser Zeit, er ist heilig gesprochen von der Kirche, somit da, wo er angerufen wird, kann er sein. Die ganzen Marienwallfahrtsorte, überall ist sie da. Da, wo sie gerufen wird, ist sie da. Und so werden auch die Heiligen hineingenommen. Und das blitzt schon auf im Leben von diesen Heiligen. Versteht ihr? Da können wir das sehen, was auch nachher sein wird. Auch nachher, wenn ihr auferweckt wurdet und einen neuen Auferstehungsleib bekommt, könnt ihr an verschiedenen Orten zur gleichen Zeit sein. So wie Gott es will.
bei denen tritt diese neue Schöpfung schon durch, die einst euch zuteil werden wird auch. Steht ihr? Ein Werbespot für den lieben Gott. Eine appetitanregende Maßnahme, ein Geschmacksverstärker, ein Fondo in der Suppe, versteht ihr? Du siehst schon, es dringt schon durch in diesen Heiligen, was sein wird. Weil Jesus war an verschiedenen Orten zur gleichen Zeit, er kann an allen sein. Und er lässt seine Freunde da teilhaben. Aber das wird nachher bei uns auch so sein. Versteht ihr? Und die dürfen jetzt schon dann auf Erden helfen, weil ihre Liebe so groß ist und sie wollen Seelen retten, dass das geht. Dass ihr das richtig versteht, dass es mal so ein bisschen erklärt wird. Sonst stehst du vor dieser Wahnsinnsgabe und denkst, wow. Aber das muss ein bisschen erklärt werden, weil das ist ein tiefer Sinn dahinter. Von vielen Heiligen kann man lesen, dass sie zugleich an zwei Orten gegenwärtig waren. So stand der heilige Josef von Cupertino seiner sterbenden Mutter bei, während er in seiner Klosterzelle weinte und sich anschickte, zum Chorgebet zu gehen. Der Gordian, der ihm begegnete, fragte nach dem Grund seiner Tränen und der Heilige antwortet: Meine Mutter liegt gerade im Sterben. Nach kurzer Zeit kam ein Brief, der diese Aussage bestätigte. Auf ähnliche Weise durfte der heilige Alfons Liguori dem sterbenden Clemens den 14. beistehen. Doch verfiel er während dieser Zeit in einen ohnmachtsähnlichen Schlaf. Aus diesem erwachte er erst, als er das Werk des geistlichen Beistandes geleistet hatte. Auch vom heiligen Antonius von Padua, dem Bovarello von Assisi, der heiligen Litwina, dem heiligen Franz Xaver, werden ähnliche Vorkommnisse erzählt. Nur an einem Ort kann er körperlich weilen, an dem anderen kann er es sicher nur um eine Vergegenwärtigung durch die Repräsentationsbild handeln. Wer dieses hervorruft, Gott oder ein Engel oder ein solches Geschehen auch vom Dämon inszeniert werden kann oder gar ein natürliches Grundlagen haben könnte, darüber streiten sich die Fachleute. Also es kann auch von der gegenseitigen Welt eine Bilokation geben, wo Menschen diese Dinge so, man nennt es Astralleib wandern. Einfach so ein Ding, so ein Gegenpol zur Bilokation. Da wir aber keine sind, wollen wir nun sagen, dass die Bilokation etwas von Schwierigsten ist, was kaum erklärt werden kann. Wenn man nicht zum Wunderbaren seine Zuflucht nimmt oder sie als gewisse Vorausnahme der körperlichen Behendigkeit im Vollendungszustand ansieht. Doch über den neuen Himmel und die neue Erde haben wir noch keine Erfahrungen. Nur in Christus, wo im Grunde die neue Schöpfung aufleuchtet, die wir einst auch bekommen werden. Pater Pio machte aus dieser Gabe auch kein Geheimnis, als einmal einer der Mitbrüder den Zweifel äußerte, ob die damit von Gott Beschenkten es überhaupt merkten, antwortete er mit Sachkenntnis: Sicher bemerken sie es. Es kann sein, dass sie nicht wissen, ob sich der Körper oder die Seele bewegt, oder sie sind sich dessen voll bewusst, was in ihnen vorgeht und wohin sie gehen. Würde der Apostel der Nächstenliebe noch leben, er würde in interessanten Begegnungen mit Pater Pio erzählen können. Er will einmal Pater Pio betend am Grab von Pius dem Zehnten gesehen haben. Ein anderer heiligmäßiger Bischof will Pater Pio bei der Heiligsprechungsfeier der kleinen Theresia im Petersdom erblickt haben. Dass er die ewige Stadt schon kannte, bevor er sie zum ersten Mal sah, bestätigte er seinem Beichtvater und Seelenführer. Kurz vorher hatte er gerade die Mission der toskanischen Provinz, also ein Pater, aus seiner Kongregation, der
Kapuziner, in Indien visitiert. Bei Tisch erzählte er von seiner Asienreise, wie ihn das Schiff in 7 Tagen nach Genua, nach Bombay brachte. Noch schneller ging es auf der Rückreise, die er mit dem Flugzeug machte. Er erzählte, wie viele Stunden er von Bombay nach Südafrika, von Südafrika nach Addis Ababa, der Hauptstadt Äthiopiens, und von da aus nach Rom gebracht habe. Alles mit einer Stundengeschwindigkeit von 350 bis 400 Kilometer. Mit Enthusiasmus wusste Pater Teofilio von seiner Reise zu erzählen. Alles hielt den Atem an. Der Pater Pio machte eine unerwartete Zwischenbemerkung. Nun ja, ich mache alles in einer Minute. Pater Pio merkte es, dass er ungewollt etwas gesagt habe und versuchte, die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu zerstreuen. Eines Tages fragte er eine Ingenieurfrau von San Giovanni Rotondo, wo sie wohne, darauf sie: Herr Pater, Sie sagten, dass Sie mich besuchten, natürlich per Bilokation, und nun fragen Sie mich, wo ich wohne. Darauf Pater Pio: Wenn ich komme, besuche ich nur die Seele. Also nicht das Äußere, sondern es geht ihm um die Seele. Ja? Pater Pio als Briefträger. Ich bin auch Briefträger. Ja. Frau Basilia erzählt, als ich von Turin wegfuhr, sagte mir meine Verwandte: Vergiss nicht den 15. August. Da findet die Verhandlung statt, bei der es um die Verteidigung der Erbschaft geht. Du musst dazu deine Zusage geben. Schreibe deswegen rechtzeitig. Deine Zusage muss am 15. August vorliegen. Aber oh weh, erst am 14. August fand ich diese Erinnerung in meinem Kalender. Was sollte ich nun machen? Der Brief konnte unmöglich am nächsten Tag in Turin vorliegen. Da wandte ich mich in meiner Not an Pater Pio. Ich schrieb den Brief und ließ ihn von Pater Pio segnen. Und siehe da, von Turin kam die Antwort: Dein Brief ist gerade noch rechtzeitig am 15. August angekommen. Doch mit der gewöhnlichen Post ist der Brief nicht befördert worden, denn er ist erst am 15. in San Giovanni Rotondo gestempelt worden. Und am gleichen Tag ist er auch schon in Turin angekommen. Als sich dann die Frau bei Pater Pio bedankte, machte dieser nur die scherzhafte Bemerkung: Briefträger muss ich also auch noch sein. Jedenfalls musste Pater Pio den Brief selbst befördert haben. Das konnte er auch durch die Gabe der Bilokation. Also auch sogar die kleinen Sachen, versteht ihr? Wo er einfach so geholfen hat, dann hat es einfach von Gott erbittet und er durfte es tun. Ein anderes Mal übernahm er den Dienst als Eisenbahnschaffner. Zu Pater Pio kam einmal eine junge Lehrerin. Nach dem Beichten bat sie auch um den besonderen väterlichen Schutz des Priesters. Als sie nach Neapel zurückkam, fand sie den Auftrag vor, eine Ausbildungsstelle zu übernehmen. Sie musste da täglich mit der Kleinbahn 2 Stunden längs des Golfs hin und her fahren. Der Zug war jedes Mal angefüllt mit jungen Burschen, die zur Arbeit fuhren. Man kann sich vorstellen, dass die junge, hübsche Lehrerin unter diesen Gassenjungen aus Napoli zu leiden hatte. Eines Tages wollte einer von ihnen handgreiflich werden. Da rief die Lehrerin in ihrer Not Pater Pio an: Hilf mir doch! Und er hat auch wirklich geholfen. Zum großen Glück kam in diesem Augenblick der Schaffner herein. Sonderbarerweise aber ging er nicht durch, sondern setzte sich hin. Bei den einzelnen Stationen stieg er zwar kurz aus, kam aber dann wieder herein. Das ist doch schon eine große Hilfe, dachte sich die junge Lehrerin, machte sich aber weiter keine Gedanken. Als sie ein Vierteljahr später zu Pater Pio kam, fragte sie diesen: Nun, was gibt es Neues in der Welt?
Eine Frage, die er sonst kaum zu stellen pflegte, da erzählte die Lehrerin: Wenn Sie wüssten, Pater Pio, wie die Jungen von heute, brauchst du mir nicht zu erzählen, erwiderte dieser. 2 Stunden habe ich als Schaffner Dienst machen müssen. Also die Frauen von Petrelcina. Während des letzten Krieges war es den Frauen von Petrelcina, den Geburtsort Pater Pius, unmöglich, nach San Giovanni Rotondo zu kommen. Aber gleich nach dem Krieg versuchten sie es mit einem amerikanischen Lastwagen. Als sie nach Foggia kamen, war die Eisenbahnbrücke gesperrt. Da mussten sie sehen, wie sie die Trümmer umfahren konnten. Sie wagten es. Doch da kam ihnen plötzlich ein Güterwagen in die Quere. Dieser fuhr den Lastwagen so unsanft an, dass alle Insassen herausfielen. Es gab zwar keine Toten, aber Knochenbrüche und blaue Flecken. Unter den Frauen befand sich 2 Schwestern, die mit Pater Pius' Familie befreundet waren. Die eine war mit einem blauen Auge davongekommen. Als sie zu Pater Pio kam, sagte sie: Pater Pio, wenn Sie wüssten, was geschehen ist. Dieser erwiderte nur: Und wenn du wüsstest, wie ich mich abmühen musste, um noch Schlimmeres zu verhüten. Wisst ihr, das ist auch etwas Schönes, gell, dass er so bei den Alltagsdingen voll dabei ist, oder? Wie schnell das geht, also muss es tiefe Verbindungen sein zwischen ihm und den geistlichen Töchtern und Söhnen. Da seid ihr auch dazu irgendwie aufgefordert, dass ihr auch so geistliche Söhne und Töchter werdet von ihm. Fragt ihn doch einfach. Und dann könnt ihr ihn immer anrufen, so wie er die Mutter Gottes anruft und andere Heilige anruft, die ihr schon habt, und Lieblingsheilige. Dann tut es auch mit ihm. Und er mischt mit. Ich glaube jetzt noch mehr wie vorher. Da bin ich mir überzeugt. Genau, also voll dabei, indem er das sagte: Und wenn du wüsstest, wie ich mich abmühen musste, um noch Schlimmeres zu verhüten. Somit ein weiteres Beispiel sein väterlicher Schutzes und Beistandes. Aber nicht nur durch Bilokation brachte Pater Pio den Bedrängten Hilfe. Sein Wirken verfügte über viele Mittel. Oft waren es Wachträume, durch die er seine Aufträge und Warnungen ergehen ließ. Oft war es ein Wohlgeruch, der auf sein Wirken und Drängen aufmerksam machte. Manchmal wurde er Menschen so gegenwärtig, dass sie ihn mit den äußeren Sinnen wahrnehmen konnten. Muss ich auch selber jetzt auch aus meinem Leben erzählen. Als ich das Buch, wo wir da rausbringen durften, gelesen habe, und ich war so begeistert, endlich mal ein tolles Buch von Pater Pio, und ließ da drin meinen ganzen Urlaub, versteht ihr? Es hat mich gepackt. Und auf einmal spüre ich Weihrauchduft um mich rum und die besten Düfte. Und ich sage: Ja, sag mal, bist du jetzt da? Ich glaube, das war die Initialzündung. Jetzt muss ich einen Kurs machen. Das hat er eingefädelt. Der spielt mit, versteht ihr? Der ist voll dabei. Lassen wir doch diese andere Welt mehr zu uns kommen. Die sitzen da oben, haben nichts zu tun. Ja, wir müssen sie einladen, die beschweren sich, dass wir sie nicht einladen. Das war jetzt auch erst vor kurzem wieder. Und ich lasse mir das irgendwo ein Mahnwort sein. Dann sah irgendjemand von den Leuten, die auch mal so innere Gaben, kriegen sie ein Bild von mir: Du, vor deinem Beichtzimmer steht der Pater Pio, will herein, aber du lädst ihn nicht ein. Oh je, stimmt, habe ich vergessen. Dann hat er sich schon gemeldet: Ja, ich will ein bisschen mitarbeiten, versteht ihr? Du musst nicht alles allein machen. Hier die unsichtbaren Freunde, die mitgehen.
Das ist ja auch wieder das, weil er, dass er einem angenommen hat als geistlichen Sohn. Ja, und wenn du mich nicht einlädst und nicht an mich denkst, ich will dir helfen. Versteht ihr? Das ist das Schöne. So könnte er es einfach so ganz natürlich einfach mit ihm umgehen. Ja? Also ein ernster Auftrag, der leider nicht ausgeführt wurde. Ein nüchterner Ingenieur war es, der eines Tages einen solchen Wachtraum hatte. Er sah in diesem Traum Pater Pio deutlich und klar. Der Kapuziner hatte ein weißes Blatt in der Hand. Darauf stand die Adresse einer Familie, die nicht weit entfernt wohnte. Da sagte Pater Pio, geh zu der Familie und sage ihr, dass ihr Sohn nur noch wenige Tage zu leben hat. Er solle seine Seele in Ordnung bringen. Es war eine Familie, wie es deren heute viele gibt, mehr Taufscheinkatholiken als praktizierende Christen. Der Ingenieur erwachte über seinen Auftraggeber, gab es keinen Zweifel. Er war überzeugt, es war Pater Pio. Aber er war zu feige, die Menschenfurcht versperrte ihm den Weg. Den Auftrag auch auszuführen. Er kannte die Familie und fürchtete, ausgelacht zu werden, wenn er mit solchen Dingen käme. Das war am Mittwoch. Am Sonntag darauf geriet der einzige Sohn dieser Familie mit dem Kopf unter die Räder eines Lastautos, sodass er ganz zerstört wurde. Man konnte der Mutter ihren 27-jährigen Sohn gar nicht mehr zeigen. Nun machte sich der Ingenieur mit Recht die Vorwürfe, den Auftrag Pater Pius nicht ausgeführt zu haben. Müssen wir auch mal so sehen, wenn diese Anregungen kommen, dann sollen wir sie auch ausführen. Ganz, ganz wichtig. Oder Geruch der Heiligkeit. Auf ein solches, das im Leben und Wirken des Lieblingsmystikers von San Giovanni Rotondo eine große Rolle spielte, wollen wir jetzt ein wenig eingehen. Ich meine den Wohlgeruch, den Pater Pio häufig ausströmte. Manche wollten ihn mit irdischen Wohlgerüchen vergleichen, mit köstlichen Veilchenduft. Nicht selten mischt sich diese Veilchenduft mit dem Duft von Lilien und Rosen, manchmal auch mit dem Weihrauchduft. Habe ich selbst erleben dürfen. Jeder Duftart wollten sie eine andere Bedeutung zuschreiben. Oft zeigte eine solcher Duft seine geistige Anwesenheit an. Manchmal besagte er eine Mahnung oder Warnung oder einfach ein Aufmerksammachen. Noch häufiger bedeutet ein solcher Wohlgeruch eine bejahende Antwort auf eine erbetene Gnade. Ein Ja, sie ist gewährt. Nicht nur die Kleider und die Wunden des stigmatisierten Kapuziners verströmten diesen Wohlgeruch. Als er an dieser Pilgergruppe vorbeiging, durften ihn die meisten von uns wahrnehmen, die einen stärker, die anderen schwächer. Auch bei der Heiligen Messe, Pater Pius, durften einige diesen köstlichen Wohlgeruch wahrnehmen. Doch wurde er nicht nur den Menschen in seiner Nähe geschenkt, sondern auch über weite Entfernungen hinweg unterstützte ein anhaltender Wohlgeruch das Wirken Pater Pius bei seinen geistlichen Kindern und bei denen, die ihn um Hilfe baten. Eine rein natürliche Erklärung lässt sich für so etwas kaum finden. Es ist ein gottgeschenktes besondere Gnadengabe, die übernatürliche Wirkung hervorzubringen pflegt. Erstens, Ermunterung im Gebet, Anregungen zur Selbstheiligung, inneren Frieden und Trost. Das Leben der Heiligen weiß zu berichten, dass viele an den Gräbern und Ruhestätten einen solchen Wohlgeruch von erlesener Süßigkeit wahrnehmen durften. Auch dufteten die Kleider eines heiligen Josef von Cupertino schon bei Lebzeiten wunderbar. Also es ist dieser Wohlgeruch letztlich, es heißt, verbreitet den Duft Jesu Christi. Das ist genauso wie bei Maria, der Duft Mariens,
Das ist ihre Heiligkeit, ihre Hingabe an Christus. Und ihr seht, wenn das Gott bei einem Heiligen schenkt, dann duftet er, weil er sich Christus so ähnlich macht, weil er mit Christus eins geworden ist, bis ins Leiden, bis ans Kreuz, und dann duftet Christus in ihm. Nicht der Mensch selbst, sondern Christus duftet in ihm, weil er so eins ist mit ihm. So kann man es vielleicht erklären. Ja? Deswegen sagt auch Paulus, verbreitet den Duft Jesu Christi. Auch wir sind berufen, so uns in Christus verwandeln zu lassen. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, dass du eine Duftesache bist. Versteht ihr? Eine Duftesache. Das ist wie ein Wohlgeruch, versteht ihr? Da geht alles aus, wenn du in Wort, in Tat, in Liebe, in Barmherzigkeit, in Güte, dem Herrn nacheiferst und ganz in ihm bist. Da geht ein Duft von diesem Menschen aus. Da braucht nur reden, dann geht irgendwie was auf. Da schwingt alles mit, letztlich was schwingt mit? Was geht da raus? Der Duft jener, der in diesem Menschen Platz genommen hat. Und in Pater Pio bis in die Durchbohrung hindurch Platz genommen. Dann duftet der Herr innen drin. Und er lässt diesen Wohlgeruch nach außen dringen, damit jener auch sehen, dass er ganz konform eins geworden ist mit Jesus. Er seinen Duft durch diesen Menschen verbreitet. So könnte man es erklären. Versteht ihr? Da kannst du das auch nachvollziehen. Und der schönste Duft, den hat Maria. Da kommt der Pater Pio nicht einmal mit, weil sie ist die Heiligste der Heiligen. Weil in ihr ist Gott ganz, und zwar so vollkommen, wie man es nicht vollkommener geben kann. Deswegen hat er sie auch so verehrt, Pater Pio. Ja? Alle Großen an für sich. Die Gabe des Beistandes in der Todesnot. Ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt, bevor wir aber noch weiterkommen, müssen wir jetzt beten, weil die Stunde ist jetzt vorbei. Und machen dann das nächste Mal dann weiter. Allmächtiger Gott, wir loben und preisen dich, dass du uns deine Gnade schenkst und du uns in dieses Geheimnis der Gaben, die du dem Pater Pio geschenkt hast, die Gnadengaben eingeführt hast, dass wir sie in tiefer Weise verstehen. Segne uns mit allen Gnadengaben des Himmels aus deinem Reichtum und schenke uns Demut. Und schenke auch deine Gaben, so wie du willst und wie Maria sie erbittet für uns. Und auch der Pater Pio. Und das gewähre uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.